Was ist ein ETF? Als Grundlage für dieses Video solltest du dir vorher das Video zum Thema DAX angeschaut haben, damit du weißt, was der deutsche Aktienindex ist. Wenn du es schon gesehen hast, bleibst du einfach drauf. Ein ETF ist ein Abbild von einem Wertpapierkonstrukt. Das hört sich am Anfang sehr kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach. Nehmen wir zum Beispiel den DAX. Der DAX ist das Abbild der Entwicklung der 40 größten Aktienunternehmungen in Deutschland. Wenn du jetzt genauso wie der DAX zusammengestellt ist, dein Geld investieren möchtest, bietet sich für dich erstmal eine große Hürde. Du musst sehr viel Geld aufwenden, um die einzelnen Aktien zu kaufen. Und da kommt ein sogenanntes ETF ins Spiel. Bei einem ETF hat eine Fondsgesellschaft zum Beispiel einen Korb oder einen Topf zusammengestellt und genau die Unternehmungen reingekauft, die zum Beispiel im DAX drin sind. Auch genau in der Gewichtung. Und du kannst dich ganz einfach in Form dieses ETFs an diesem Topf beteiligen. Ein solches ETF kannst du nicht nur auf den DAX quasi abbilden, du kannst es auch auf alle anderen Werte, die es so gibt, abbilden. Zum Beispiel auch auf Gold oder auf den Weltaktienindex. Für dich ist es dadurch ein einfaches und sehr leicht, zum Beispiel mit monatlichen Sparplänen an dieser Wertpapieranlage teilzuhaben. Grundsätzlich ist zum Beispiel gerade für junge Menschen eine Wertpapieranlage, zum Beispiel in einen ETF oder in einen aktiv gemanagten Fonds, eine super Basis für die private Altersversorgung.